Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video auf diesem Kanal. Heute das Thema Max Bezuschkow. Wer erinnert sich noch, im Winter nach glorreichem Saisonstart bei Jan Regensburg wurde er mit einigen Vereinen in Verbindung gemacht, unter anderem Werder, auch Spartak Moskau. Das Thema war dann aber durch. Ja, wir reden über ihn nach dem Intro und deswegen sage ich jetzt mal Intro, Film ab. Hi Real Nico. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Ja, meine Freunde, wie gerade schon angesprochen, wir schauen uns jetzt Max Bezuschkow an, der ja wirklich einen fantastischen Saisonstart mit Jan Regensburg hatte. 24 Jahre alt, im Mai wird er 25, hat jetzt mittlerweile einen Marktwert von 2 Millionen. Wir hatten uns ihn ja, wie gesagt, im Winter schon mal angeguckt gehabt. Jetzt wurde der Marktwert ein bisschen angepasst. 1,87 groß, spielt bei Jan Regensburg, wie gesagt, sehr, sehr starker Saisonstart. Mittlerweile auch tief gefallen mit Jan Regensburg, also von im Vergleich zum Start jetzt. Hat aber dennoch eine Startelfquote noch von 96%, hat in 27 Spielen von möglichen 28 5 Tore und 4 Vorlagen im zentralen Mittelfeld gemacht, 93% Spielminuten, 20% Torbeteiligungen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ordentliche Statistik für einen Mittelfeldspieler in der zweiten Liga. Hauptposition, jetzt sehen wir es auch, zentrales Mittelfeld, Nebenposition, sowohl offensiv als auch defensives Mittelfeld. Mittelfeld Allrounder ist jetzt, wie gesagt, in seinem höchsten Marktwert angekommen mit 2 Millionen. Wir hatten uns das letzte Mal angeguckt gehabt, hier in dem Bereich, da hatte er noch einen Marktwert von 1,5 Millionen gehabt. Ja, genau. Und warum ist dieser Spieler noch oder könnte noch interessant für uns werden? Zentrales Mittelfeld ist ja sowieso eine Position, wo wir uns immer wieder mal auch verstärken können, eventuell vielleicht auch Abgänge haben werden. Das werden wir dann sehen. Wir haben ja jetzt einen Sechser verpflichtet, einen sehr, sehr jungen Sechser. Jetzt haben wir hier mit Max Bezuschkow jemanden im perfekten Fußballeralter und vor allen Dingen, und das ist die erste Linie, ablösefrei. Er wird ablösefrei im Sommer, hat wie gesagt da gute Erfahrungen schon gesammelt bei Jan Regensburg. Ich glaube oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass Max Bezuschkow auch in einer ersten Liga funktionieren kann. Gerade als Mittelfeldoption, als ablösefreie Mittelfeldoption würde ich ihn immer noch sehr, sehr interessant für Werder finden und finde das finanzielle Paket in dem Fall auch sehr, sehr machbar, also sehr realistisch umzusetzen und würde ihn hier gerne einfach auch als Vorschlag so ein bisschen für euch reinbringen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu Max Bezuschkow in die Kommentare. Wie findet ihr ihn? Habt ihr seine Spiele verfolgt diese Saison? Wie gesagt, als Spielertyp finde ich ihn sehr, sehr interessant und würde ihn, wenn es, also ich persönlich würde es gut finden, wenn sich Werder damit beschäftigt. Übrigens, falls jetzt die Frage kommt, wo das geschrieben war, dass Werder sich mit ihm beschäftigt, das war im Winter, ich glaube, von der Zeitschrift 90 Minuten. Ich könnt ihr aber gerne auch nochmal abchecken. Ich glaube, dass es da auch noch Artikel zu gibt. Es gab da mal 2, 3 Artikel dazu. Und ja, vielleicht ist es ja sogar so, dass im Hintergrund sich man sogar noch mit ihm beschäftigt. Wie gesagt, ich weiß, dass damals mal geschrieben worden ist, dass seine Wahl auch irgendwie oder dass Spartak Moskau da so mitgeflirtet hatte. Dieses Transfergerücht ist aber komplett weg. Und jetzt ist nur ein neues aufgetaucht und zwar das Hannover 96 mit ihm auch beschäftigt. Und genau, daher würde ich gerne uns hier mit praktisch ins Spiel bringen. Oder auch nochmal sagen, für uns könnte er vielleicht auch interessant sein. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim Ausblick auf St. Pauli. Das wird sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen sehen wir uns dann auch noch morgen Abend um 21 Uhr wieder. Da streame ich live mit Felicio auf Twitch. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen auf meinem Kanal. Ciao, ciao.